Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Videoblog heute Corona KW 13. Mein Name ist Dirk Linn von Permanent in Düsseldorf und es geht wieder um die Woche, wie ich sie so erlebt habe. Auch diese Woche vieles passiert, ganz unterschiedliche Sachen und ich erzähle so ein bisschen, was ich in den letzten 5, 6 Tagen erlebt habe. Heute mal ausnahmsweise am Samstag, nicht am Sonntag, weil morgen versuche ich nach Frankreich rüberzukommen. Mal gucken, ob es mit den Grenzen so geht, weil meine Stiefmutter Geburtstag hat und da würde ich gerne mal runterkommen und mal Kaffee vorbeischauen mit dem Flieger. Wenn es geht, aber draußen, das Wetter sieht nicht so doll aus, mal schauen. Deswegen heute. Ja, diese Woche, ich habe es schon gesagt, haben wir unser Büro in Düsseldorf umgebaut. Wir haben dort eine Ecke umgestaltet mit Technik, mit Lampen, mit einem großen 86 Zoll Screen, der interaktiv ist, bei dem wir jetzt auch Filme drehen können, als Studio nutzen können und wir werden auch viele Webinare produzieren und How-Tos, gerade speziell für das REX Talent Management System. Und diese Woche waren vier Techniker dort und haben Leitungen verlegt, viele HDMI-Kabel, USB-Kabel, alles hinter die Wand, sodass wir wirklich eine Technik haben, die sehr, sehr modern ist. Da freuen wir uns drauf und das Team ist schon am Spielen oder am Rausfinden, was da so alles geht. Also das wird auf alle Fälle in den Webinaren in der nächsten Zeit noch eine Rolle spielen. Ja, was ist sonst noch passiert? Wir merken, dass wir unheimlich viele Bewerbungen bekommen. Also im Hintergrund sieht man eine Auswertung aus unserem REX-System. Wir selbst nutzen REX auch als Bewerbungsmanagementsystem. Und im letzten Jahr, man sieht es, ich habe wenige Stellen ausgeschrieben. Ich habe immer sehr gute Mundpropaganda gehabt. Wir haben also alle Stellen besetzen können. Wir waren immer gut dabei. Aber so Ende des Jahres, im Herbst, ging das so langsam los. Aber jetzt ganz speziell die letzten Monate. Das ist der Bereich, den man hier sieht, haben wir sehr viele Bewerbungen bekommen. Das heißt, diese Bewerbungsmanagementsysteme sind nicht nur für, sag mal, Menschen zu suchen da, sondern vor allem für das Absagemanagement oder für Pools aufzubauen. Auch jetzt lohnt sich, in Recruiting-Systeme zu investieren. Aber noch wichtiger ist, in die Mitarbeiterbindungssysteme zu investieren, weil jeder Turnover, den wir haben, sorgt für Kosten und das wollen wir auch nicht. Also man sieht, der Bewerbermarkt ist in Aufruhr und Sie werden sicherlich in den meisten Firmen sehr viele Bewerbungen bekommen, weil die Menschen sich verändern wollen oder sogar müssen. Apropos Veränderungen, ich bin, wie viele von Ihnen wissen, auch Privatpilot. Und die Fliegerei war in den letzten Monaten praktisch zu Berlin gekommen. Das sieht man bei Lufthansa und Co. Ging bei uns im kleinen Kreise genauso. Ich fliege zum Beispiel in Paderborn-Aden, einen großen Verkehrsflugplatz, und dort ist praktisch alles tot, Kurzarbeit. Und ich war seit Monaten nicht mehr wirklich in der Luft, ein paar Platzrunden zum Refreshen, aber ansonsten nichts. Und ich habe mich jetzt mal richtig gefreut, dass ich diese Woche nach Jena fliegen konnte, zu einem Termin vor Ort. Das auch selten übrigens, mein erster Termin wieder vor Ort in einem großen Publikum mit 18 Menschen mit Mundschutz mit dabei. Auch im Hotel waren dann morgens Sitzplätze angewiesen. Way to be seated, man kennt das auch aus den USA und anderen Ländern. Das war auch der Fall. Also eine ganz andere gespenstige Atmosphäre. Und das Hotel war eigentlich kaum belegt. Es tat mir wirklich leid um die Angestellten dort. Also es läuft ganz, ganz langsam wieder an. Und 4 Stunden mit Maske zu sprechen und das REX-System vorzustellen. Es gibt Schöneres. Vor allem, man sieht auch die Mimik der Menschen nicht, ob jetzt das ankommt. Man kann versuchen, in den Augen ein bisschen was zu lesen. Aber auch selbst das Sprechen fällt schwer. Und wir hatten zwar eine gute Diskussion, aber es ist nicht so wie in normalen Zeiten. Ja, das soweit. Wir haben natürlich auch intern bei uns weiter mit dem Tool Zest unser Engagement gemessen und man sieht hier, die Kampagne wird bis zum 20.06. noch fertig werden, also noch nicht ganz durch, dass wir auf einem sehr, sehr hohen Engagement-Level sind. Also unser Team ist noch voll dabei. Wir merken noch keinen Einbruch irgendwo in den Zahlen. Sicherlich, wir haben viele Dinge, die sich verschieben nach vorne, aber wir hoffen fest und vertrauen fest auf die Konjunktur und auf die Digitalisierung. Apropos Digitalisierung. Gestern Abend, Freitagabend, war so das Highlight meiner Woche, unter anderem auch wieder mit meiner Band zu proben. Wir haben einen ausreichend großen Raum. Ich habe hier ein digitales Schlagzeug, aber Sie merken, auch mein Privatleben ist die Digitalisierung und Fliegen mit Tablets in der Musik, auch mit elektronischem Schlagzeug und Steuerung über Tablets, auch alles angekommen. Und so 2 Stunden mit den Jungs, das war schon echt eine geile Zeit. Ich bin froh, dass ich die Band habe, weil das wieder so der Gegenpol zu der Woche darstellt, so ein bisschen kreativ zusammenspielen. Auch das ist Teamarbeit. Und in diesem Sinne, nächste Woche geht es weiter mit dem Videoblog.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Schauen Sie bei uns rein unter www.pmalent.de. Wir haben viele Dinge dort für Sie aufgebaut, viele Webinare, die ich vorhin angesprochen habe. Schauen Sie rein und ich würde mich freuen, wenn ihr oder Sie nächste Woche wieder einschaltet. Dirk Lin von Permanent und alles Gute.